Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ein bisschen anderes Outfit. Ich bin gerade hier noch bei der Spobis in Düsseldorf, Sport Business Konferenz. Gemeinsam mit Patrick von Prominent Athlete waren wir hier, um einfach neue Strategien, neue Sachen kennenzulernen. Einige Sachen, interessante Sachen dabei gewesen. Ob das jetzt ist, Spotify meets FC Barcelona, was steckt da dahinter, Werbestrategien oder sonstige Dinge. Warum nehme ich das Video auf? Es geht jetzt was um Tischtennis, nämlich fliege ich morgen direkt nach Dänemark, beziehungsweise von da geht es nach Schweden. Und zwar findet dort ein Tischtennis-Trainingscamp gemeinsam mit mir statt. Da nehme ich euch mit. Viel Spaß mit diesem Video. So, mittlerweile bin ich in Schweden angekommen und zwar ganz genau in Helsingborg. Hier findet ein Trainingscamp von Pingis Pagana statt. Die haben auch einen YouTube-Kanal. Das ist entstanden auch so ein bisschen, ja, dank mir, weil ich Christian Björklund, der einer der Gründer von Pingis Pagana, bei meinen eigenen Trainingscamps dabei hatte. Er ist damals aus Schweden schon zweimal nach Deutschland gekommen zu Trainingscamps und hat dann eben auch einen eigenen YouTube-Kanal gestartet und haben mittlerweile eben auch ihre eigenen Trainingscamps. Und letztes Jahr hat es nicht geklappt, dass ich dort war. Und deswegen umso schöner, dass ich dieses Jahr hier mit dabei sein kann in Schweden. Mittlerweile habe ich bei Trainingscamps natürlich in Deutschland mitgewirkt, in Dänemark, in Frankreich, in China und jetzt auch in Schweden. Mega, mega cool. Und habe hier auch schon einen Vortrag gehalten, zum Thema mentales Training ein bisschen, wie du generell Spiele im Tischtennis gewinnen kannst, wie du mehr Spiele gewinnen kannst. Kommt, glaube ich, auch online auf dem YouTube-Kanal von Pingis Pagana. Könnt ihr mal abchecken. Setze ich da in die Beschreibung. Bisschen schwierig mit der Sprache hier, ich spreche kein Schwedisch, deswegen manage ich das Ganze so ein bisschen in Englisch hier, aber funktioniert sehr, sehr gut und ja, freue mich noch auf das Ende vom Trainingscamp und gebe euch hier in dem Video noch ein paar Einblicke davon. So, das Trainingscamp ist vor wenigen Minuten zu Ende gegangen. War mega, mega cool hier zu sein. Was alles dieser YouTube-Kanal generell ermöglicht hat, ist unglaublich. Da einfach auch ein riesen Dankeschön an euch. Also die ganzen Trainingscamps, ob das jetzt in Schweden, in China, in Frankreich und so weiter sind, die wären teilweise wahrscheinlich gar nicht so entstanden, wenn es einen YouTube-Kanal gegeben hätte. Deswegen, ja, vielen Dank, dass ihr auch den Kanal auch nach so vielen Jahren verfolgt und einfach generell mich und High Performance Table Tennis, die ganze Reise, die wir hier durchleben, ja, einfach supportet. Ja, unglaubliche Sache. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr gerne noch mal ein paar Einblicke sehen wollt, was hier in Schweden passiert ist, dann checkt gerne den YouTube-Kanal von Pingis Pagana ab. Da gibt es, wie gesagt, auch ein paar Videos noch mal vom Camp, auch, glaube ich, noch mal ein, zwei Videos von mir mit einem Mental-Trainings-Workshop und noch mal, glaube ich, ein, zwei Interviews. Schaut da gerne vorbei, supportet die Jungs aus Schweden, sind coole Jungs, ja, legen da auch viel, viel, ja, Herzblut rein, ähnlich wie es bei uns bei Performance Table Tennis ist und deswegen auch mega cool, dass wir da einfach zusammenarbeiten. Ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg weiterhin. Wenn euch die Coaching-Angebote interessieren von High Performance Table Tennis, dann checkt gerne wie immer die Webseite aus, boembesinger.de. Ich finde die alle aktuellen Infos und ja, bis dahin, alles Gute, euer Boembesinger.